Heute habe ich wieder eine Buchvorstellung für euch. Und zwar soll es heute um dieses Buch hier gehen. Diabolik, durch Wut entflammt von S.J. Kincaid. Und ich wünsche euch wie immer viel Spaß beim Video. Da dieses Buch hier der zweite Teil ist und die Geschichte nahtlos an den ersten Teil anknüpft, das ist dieses Buch hier, kann ich zum Inhalt vom zweiten Teil nicht allzu viel sagen, ohne dass ich nicht spoilere. Deswegen würde ich hier nochmal an dieser Stelle ganz kurz auf den ersten Teil zurückkommen, um euch kurz zu erklären, worum es in dieser Reihe geht. Und dann sage ich euch einfach meine Meinung zum zweiten Teil. Und für alle, die das Buch gelesen haben, die können dann dranbleiben. Da sage ich auch nochmal was zum Inhalt. Und ich denke, das machen wir so am besten. Ja, kommen wir zum Inhalt von Diabolik. In Diabolik geht es um Nemesis. Und Nemesis ist eine Diabolik. Diabolik sind künstlich geschaffene Wesen, die nur dazu ausgerichtet sind, zu töten. Also das sind quasi gezüchtete Leibwächter. Diaboliks werden auf einen bestimmten Menschen geprägt und diesen Menschen beschützen sie dann bis zum bitteren Ende mit allem, was sie haben. Und Diaboliks sind übernatürlich stark und schnell und wie gesagt die totalen Killer. Und Diaboliks, wie gesagt, werden halt auf einen Menschen geprägt und dieser eine Mensch, das ist der einzige, für den sie jemals irgendwie in irgendeiner Art und Weise was empfinden können. Und Nemesis ist die Diabolik von Sidonia. Und Sidonia ist eine Imperatentochter. Also das Ganze ist eine Science-Fiction-Geschichte. Und es ist so, dass die Galaxie, wo die alle leben, die sind aufgeteilt unter verschiedenen Grandioqua heißen die, glaube ich. Ich weiß nicht, wie man das ausspricht. Und das sind so verschiedene Imperatoren, die halt über bestimmte Teile dieser Galaxie herrschen. Und Sidonia ist halt eine Imperatorentochter und Nemesis ist ihre Diabolik. Und der Vater von Sidonia hat ein Geheimnis. Er steht nicht so hundertprozentig hinter diesem Kult, den es in dieser Galaxie gibt. Denn es ist so, dass die Helioniker, das ist alles ein bisschen schwer, das jetzt rüberzubringen und euch zu erklären, die haben einen bestimmten Glauben. Und zwar glauben sie daran, dass es kein... Also, Milo, gehst du bitte weg jetzt. Und die Helioniker haben einen bestimmten Glauben. Und zwar haben sie den Glauben gegen die Wissenschaft. Also es darf dort nichts Wissenschaftliches geben, es darf dort keinen Fortschritt geben. Die haben halt das, was sie haben und versuchen das immer wieder zu recyceln und wieder aufzuwerten. Und es wird aber nichts Neues erfunden. Und der Vater von Sidonia, der Imperator, ist da so ein bisschen da dagegen und nicht so hundertprozentig dafür. Und so erzieht er Sidonia natürlich auch. Und eines Tages kommt das natürlich alles ans Licht und Sidonia wird an den Kaiserhof gerufen, um halt an der Seite des Kaisers dort zu leben, sodass der Kaiser quasi Sidonia unter Kontrolle hat und damit auch den Imperator. Und das sieht die Mutter von Sidonia aber so gar nicht ein und schickt nach vielen, vielen Umgestaltungs-OPs quasi Nemesis an ihrer Stelle dorthin. Und in der Welt, in der das spielt, ist es so, dass ja diese ganzen Planeten und diese ganzen Systeme, wo die alle wohnen, dass das so weit auseinander liegt, dass die sich natürlich optisch so noch nie gesehen haben. Und dadurch wissen sie halt auch nicht richtig, wie Sidonia aussieht. Und es gibt dort so Verschönerungsbots, so kleine Roboter, die alles Mögliche mit ihr anstellen können. Und ja, so wird Nemesis quasi Sidonias Ebenbild entsprechend angepasst und wird dann an den Kaiserhof geschickt. Nemesis lernt dann am Kaiserhof den verrückten Neffen des Kaisers Tyrus kennen. Und ja, damit nimmt die Geschichte ihren Lauf. Und was es mit Tyrus auf sich hat und was Nemesis am Kaiserhof noch alles erlebt und ob sie es schaffen wird, ihre Rolle als falsche Sidonia aufrecht zu erhalten, das ist es, worum es im ersten Teil von Diabolik geht. Und ich muss sagen, ich habe den ersten Teil von Diabolik im Januar letztes Jahr gleich gelesen und das Buch war für mich bis Ende des Jahres ein Jahreshighlight. Ich fand das Buch einfach so, so toll. Ich fand die Entwicklung, die Nemesis in dem Buch macht, so unglaublich gut. Ich fand die Entwicklung von Tyrus in diesem Buch so unglaublich gut. Ich fand die ganze Geschichte drum und dran einfach so unglaublich toll und diese ganze Geschichte hat mich einfach auf eine wundervolle Reise mitgenommen und sie war einfach mal was anderes, was Erfrischenderes, dadurch, dass es halt Science Fiction war und ja, die Geschichte hat mich voll und ganz überzeugt und mehr kann ich jetzt auch zum ersten Teil eigentlich nicht sagen. Wenn ihr Näheres wissen wollt, dann schaut nochmal in meinem Video vom letzten Jahr nach. Ich verlinke es euch hier oben mal irgendwie mit und ja, kommen wir jetzt einfach mal zum zweiten Teil.
Der zweite Teil von Diabolik durch Wut entflammt setzt quasi genau wieder dort an, wo der erste Teil aufgehört hat. Weswegen ich zum Inhalt hier nicht wirklich jetzt gerade was sagen kann, ohne euch zu spoilern. Ich kann nur sagen, dass mir die Handlung vom zweiten Teil wieder sehr, sehr gut gefallen hat. Ich fand die Entwicklung in der Geschichte richtig gut. Ich fand das Ende so krass. Ich habe hier echt gesessen und habe geflucht und habe geschimpft und habe gesagt, das kann nicht sein, das ist nicht so, oh mein Gott, was ist das für ein Ende? Und ich hatte wirklich die letzten 150 Seiten, ich habe mit Nemesis gelitten. Ich habe mit ihr gelitten, ich habe mit ihrer Machtlosigkeit gelitten, dass sie einfach nichts tun kann, obwohl es doch jetzt eigentlich gerade alles so gut aussah und dann passierte das und dann, oh, es war einfach so schlimm. Also ich habe wirklich, was die Handlung betraf, mit Nemesis wieder komplett mitgelitten, ich war wieder komplett bei ihr, ich konnte sie total verstehen, ich konnte das nachvollziehen und es war einfach so schrecklich, was in diesem Buch alles passiert ist und das Ende war so krass. Das Ende, Leute, war so heftig und ich bin so gespannt auf den dritten Teil. Ich bin so gespannt, wie das im dritten Teil jetzt ausgeht oder weitergeht. Ich weiß gar nicht. Ich glaube, es wird eine Trilogie. Der zweite Teil war, was die Handlung betrifft, wieder richtig gut. Der Verlauf der Geschichte war toll. Die Turns waren toll. Man hat hier Wendungen drin, die man überhaupt nicht hat kommen sehen. Also diese Sache, die dort in diesem Buch passiert ist mit... Oh, ich hatte mir mein Herz gebrochen, wirklich. Ey, es war einfach ein so, so toller zweiter Teil und... Ich habe mich so gefreut, wieder in diese Welt eintauchen zu können und es war einfach so toll, Nemesis wieder zu sehen und Tyrus wieder zu sehen und ganzen Intrigen, die in diesem Buch wieder gesponnen wurden, das war einfach so cool und es war so gut durchdacht und die Autorin hat sich echt wieder richtig was einfallen lassen und wie gesagt, ich habe echt mit Nemesis gelitten und es war einfach ein ganz, ganz toller zweiter Teil und ich bin so gespannt, was jetzt im dritten Teil passiert. Das Ende war so schrecklich, es hat mir wirklich mein Herz gebrochen, das Ende. Das hat wirklich so hier so gemacht und ja... Also, ich bin echt auf den dritten Teil gespannt. Auf jeden Fall kann ich dir sagen, dass der zweite Teil von der Handlung her mir wieder richtig gut gefallen hat. Er hat einige Überraschungen wieder bereit gehalten und konnte mich, was das betrifft, wieder voll und ganz überzeugen. Und was macht Milo da hinten? Was die Charaktere betrifft, muss ich sagen, dass mir der zweite Teil auch wieder richtig gut gefallen hat. Ich war wieder komplett bei Nemesis. Die Entwicklung, die sie gemacht hat, fand ich gut. Ich konnte das nachvollziehen. Es war einfach so schön, wieder zu sehen, wie sie... einfach nur versucht, normal zu sein und ein Mensch zu sein, obwohl sie ja eine Diabolik ist. Und ach, es war einfach so gut. Und es war auch gut zu sehen, dass sie Schwächen hat und dass sie halt nicht unfehlbar ist. Und das hat sie halt für mich wieder richtig menschlich gemacht. Und ach, es war einfach so, so gut. Es war einfach so toll. Also Nemesis als Protagonistin dieser Geschichte, sie trägt das Ganze so toll. Und ich bin von ihr immer wieder begeistert. Und das Gute ist bei dem Buch ja auch, man kann sich kein richtiges Bild von den Charakteren machen. Man kann sie sich in den Grundzügen vorstellen, aber dadurch, dass die Äußerlichkeiten durch diese Schönheitsboots immer wieder geändert werden, sehen die Charaktere jedes Mal anders aus. Und ich finde, S.J. Kingaid umschreibt das jetzt nicht extrem, sondern sie gibt einem immer nur so einen Hinweis, wie sie jetzt halt gerade aussehen. Ist sie blond, ist sie schwarzhaarig, ist sie rothaarig, ist sie, wie sieht sie eigentlich aus? Und ja, das dann halt so im Gegensatz zu sehen, wie sie eigentlich aussieht, ist echt krass. Also, holla die Waldfee, ja. Also ich fand es einfach ganz, ganz toll, was die Charaktere betraf und auch Tyrus, die Entwicklung, die er in diesem Buch macht, so gut. So unglaublich gut. Das ist so krass gewesen, was die Autorin hier gemacht hat. Das war einfach so heftig. Ich habe das so krass empfunden und auch die Nebencharaktere waren wieder richtig gut. Wir haben hier einige Charaktere vom ersten Teil, die wir wieder treffen. Einige kommen neu hinzu und passiert einfach ganz, ganz viel krasser Scheiß auch mit den Charakteren und das ist einfach so toll gewesen, das zu lesen und ja, also ich kann nur sagen, ich bin von den Charakteren wieder richtig begeistert und ich fand das wieder ganz, ganz toll und es hat mich sehr gefreut, wieder in diese Welt einzutauchen. Was das Setting betrifft, haben wir ja immer noch dieses Science-Fiction-Setting. Wir befinden uns ja immer noch im Weltall mit diesen Grandioqua und diesen Schiffen, die alle ineinander hängen und diesen Planeten und diesem ganzen Sonnensystem. Und was man jetzt hier noch erfahren hat, was da eigentlich noch so dahinter steckt, das ist auch richtig gut gewesen. Und ich muss sagen, dass es mir vom Setting wieder sehr, sehr gut gefallen hat. Ich hatte ja im ersten Buch ein bisschen Probleme, mir das Ganze vorzustellen, wie diese ganzen Raumschiffe so aneinander passen. Das hatte ich jetzt hier im zweiten Teil gar nicht. Da waren meine Erinnerungen noch so gut da, dass ich mir das sofort wieder im Kopf bauen konnte, wie die Chrysanthemus aussieht und es war einfach so toll vom Setting her und ich mag einfach Science-Fiction-Geschichten, was das betrifft, wirklich gern. Als allerletztes nochmal der Schreibstil und ich kann zum Schreibstil von S.J. Kingaid wieder nur sagen, Hut ab, es ist ein ganz, ganz toller Schreibstil, er ist actionreich, er ist spannungsgeladen, wie gesagt,
die Autorin schafft es immer wieder, Spannungen aufzubauen und sie hat mich auch mitfiebern lassen. Ich war komplett bei den Charakteren und es ist einfach ein ganz, ganz toller bildlicher Schreibstil auch. Ich finde, man kann sich das Ganze auch gut vorstellen und sie transportiert das Ganze auch gut rüber, was sie sagen möchte. Und ich mag den Schreibstil einfach. Es ist ein schöner, locker, leichter Jugendschreibstil auch. Also er ist jetzt nicht zu kompliziert, obwohl durch diese ganzen speziellen Begriffe, die in diesem Buch drin vorkommen, stolpert man schon vielleicht das ein oder andere Mal, gerade am Anfang, wenn man diese Wörter zum ersten Mal liest und denkt sich Granliokwa. Was ist das? Aber das sind halt Begrifflichkeiten, die in diese Welt gehören. Und wenn man das 2-3 Mal im Buch gelesen hat, dann stolpert man da auch nicht mehr drüber. Dann hat man das für sich so in seinem Kopf übersetzt und da war gut. Und ja, ich kann nur sagen, dass der Schreibstil mir von S.J. Kincaid wieder richtig gut gefallen hat. Ich fand ihn ja im ersten Buch schon unglaublich gut. Ich fand ihn auch bei den Weltenspielern richtig, richtig toll. Ich kann nur sagen, dass der Schreibstil mir richtig gut gefällt und er ist auch nicht zu kitschig. Also das ist ja ein Buch, wo es schon eine Liebesgeschichte gibt, die aber nicht extrem im Vordergrund spielt. Obwohl die schon eine wichtige Rolle in der Geschichte spielt, ist sie jetzt nicht so weit im Vordergrund, dass sie halt dadurch extrem kitschig wirkt. Also das nicht. Und das fand ich ganz, ganz toll und das hat mir sehr, sehr gut gefallen wieder im zweiten Teil. Und ich liebe Nemesis als Protagonistin einfach. Und jeder, der den ersten Teil gelesen hat, sollte sich den zweiten auf jeden Fall nicht entgehen lassen. Und jeder, der die Reihe noch nicht kennt, schaut euch Diabolik auf jeden Fall an. Ich finde, die Reihe lohnt sich zu lesen. Und jetzt komme ich nochmal ganz kurz zu dem nicht spoilerfreien Teil, wo ich nochmal auf den zweiten Teil kurz eingehen möchte. Und alle, die das Buch kennen, die können gerne dranbleiben. Und alle anderen, ihr seid hiermit gewarnt. Ich muss sagen, dass ich an den zweiten Teil so überhaupt keine Erwartungen hatte. Ich habe mir keinen Klappentext vorher durchgelesen oder irgendwas. Ich habe das Buch komplett auf mich zukommen lassen und finde, das war der richtige Weg und das war die richtige Entscheidung. Denn durch diese ganzen krassen Sachen, die in diesem Buch passieren, das war einfach so heftig, ey. Und gerade diese Wendung mit Tyrus, das hat mir echt mein Herz gebrochen, ne? Also das hat mir echt mein Herz gebrochen. Und als er ihr am Ende das Schwert da an die Brust gerammt hat, das war... Ich war total fassungslos. Ich war wirklich total fassungslos. Und ich bin echt gespannt, was im dritten Teil jetzt noch kommt und ob Nemesis Tyrus töten wird oder was dann genau passiert. Und es ist einfach so heftig. Es ist einfach so heftig, der zweite Teil. Auch diese Sache mit den schwarzen Löchern und diesen Interdikten. Das war so heftig, dass die Freundin den Interdikten da einfach mal ersticht. Der die ganze Scheiße hätte noch irgendwie retten können. Und sie hängt dann in diesem Wurmloch fest und die Zeit vergeht übelst schnell. Ich muss sagen, ich hatte mit dieser ganzen Zeit- und Relativitätstheorie und diesem ganzen Kram überhaupt keine Probleme, auch mit den Erklärungen nicht. Aber ich muss sagen, ich habe den Film Interstellar schon gesehen. Kennt ihr den Interstellar? Da geht es genau nämlich auch um solche Thematiken und dadurch kannte ich das alles schon und dadurch konnte ich mir das auch alles gut vorstellen und ich wusste genau, was dieser Interdikt da gerade erklärt in seiner physikalischen Ausführung da, wo er den das erklärt hat. Und es war dann einfach so krass zu lesen, wo sie da am Rande dieses schwarzen Loches festhing und so machtlos war und nichts tun konnte und sie genau wusste, jede Sekunde, die verstreicht, führt Tyrus weiter von ihr weg. Und das war einfach so übel. Das war so richtig übel. Da habe ich echt mit Nemesis gelitten. Und auch dieser Verrat von ihrer Freundin. Und das war so übel. Und auch das, was auf diesem Planeten passiert ist, dass dieser ganze Planet einfach mal ausgelöscht wurde. Das war auch so heftig, ey. Ich habe echt nur gedacht, was geht hier ab? Ey, was ist hier los? Meine Fresse. Also da hat S.J. Kincaid echt sich nicht lumpen lassen und hat ordentlich Power gegeben und hat da ordentlich Spannung erzeugt, finde ich. Die Autorin hat mich auf jeden Fall mit jeder Wendung, die ich nicht habe kommen sehen, aufs Neue entsetzt und geschockt und ich, wie gesagt, war komplett drin in der Geschichte und ich fand es einfach so gut und ich habe einfach nicht damit gerechnet, dass das dann so eine Wendung nimmt und ich bin echt gespannt jetzt auf den dritten Teil und ja, wenn ihr das Buch schon kennt und schon gelesen habt, wie ging es euch denn mit dem zweiten Teil? Schreibt es mir gerne mal unten in die Kommentare. Wart ihr auch so entsetzt und teilweise schockiert wie ich oder sagt ihr, ah, irgendwie war sowas klar, dass es kommen muss? Also ich habe es nicht kommen sehen, gerade die Sache mit Tyrus, echt heftig. Heftig, gerade das Ende war so übel. Alter Vater, da bin ich jetzt, glaube ich, noch nicht so ganz drüber hinweg. Und ja, aber ich mochte den zweiten Teil auf jeden Fall wieder sehr. Und wie gesagt, wenn ihr das Buch kennt, schreibt mir eure Meinung gerne unten in die Kommentare. Ansonsten möchte ich jetzt gar nicht so viel rumschwafeln noch. Ich bedanke mich wie immer fürs Gucken, wünsche euch noch eine schöne Woche und ja, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.